Hallo Afobs, willkommen im Normsteinstudio von Rubrics. Ich bin der Micha. Und ich bin der Stefan. Ich habe mal seit langem, ich glaube, ich habe das ein, zwei Mal schon gemacht, ein Lotz-Set gebaut, also ein Set aus Mini-Steinen. Sind ja 30% kleiner als die Basic-Steine, die man so schon kennt und meistens schon so in der Hand hatte. Da hast du noch ein eigenes Heim mitgebracht, oder was? Ja, also deswegen, damit ihr die Steine auch nochmal seht, wie von den Größen her. Und du hast hier so ein paar Bauabschnittstüten und du hast ja wirklich in jede Tüte, du hast jeden Bauabschnitt gebaut, ja, und dann hast du erstmal wieder so eine Portion Steine übrig zur Seite gelegt. Nächster Bauabschnitt. Also bleibt übrig. So viel übrig, ja. In jedem Bauabschnitt hast du da, packst du einfach sowas runter. Ich meine, das ist alles übrig geblieben bei dem Set, oder was? Das ist nur von dem Set? Nur von diesem Set, ja. Wow, ja, okay. Aber Stefan, das solltest du kennen, weil du hast von Lotz auch aus dieser Serie auch schon ein Häuschen gebaut. Das hast du mit Marco, glaube ich, gedreht. Das war auch sehr, sehr cool, das bunte. Dann schau dir mal an, wie viele Teile bei mir übrig geblieben sind. Hm? Das war eine Handvoll. Das da ist ja fast ein eigenes Set. Ja, du frag mich nicht. Ist, da sind sogar Plates mit dabei. Wir nehmen es mal in Kauf. Wenn du das Set baut und da bleibt ein bisschen was übrig, macht euch keine Sorgen. Bei Micha war es auch so. Gut, jetzt der eine oder andere wird sagen, okay, das ist kein Wunder, wenn du mich jetzt gebaut hast, das Zeug übrig bleibt. Wer wird denn sowas sagen? Du hast doch die ganze Zeit schon damit angefangen, aber nicht vor dem Video schon. Nicht vor Kamera, vor Video, ja, nicht vor Kamera. Einen Teil drinnen. Aber in winzig, wie siehst du, der ist 30% kleiner. Das kann man schlecht einschätzen, du weißt ja nicht, wie groß der normale ist. Also die da draußen müssen das ja jetzt nicht. Hast du noch einen Teil drinnen einstecken? Nein. So, aber du hast ein Kästchen da drüben. Ich habe ein Kästchen da drüben. Ein sehr stylisches, weil ist ja auch ein stylisches Building. Das ist ein bisschen hochwertig, das muss man wirklich sagen. Steht da drauf. Oder? Die ganzen Lotz-Kisten sind ja immer recht hübsch. Hochglanz, schwarz, komplett, manchmal auch vorne ein bisschen geprägt. Hier ist es jetzt Hochglanz, einmal komplett glänzend, hinten ein bisschen matter, was dann so ein bisschen hübsche Struktur macht. Ansonsten, aber hinten ist spannend, gell? Hinten ist richtig spannend. Wollen wir das? Nee, riskier es, komm. Ich mache aber ganz schnell, nicht, dass bitte die Leute hier so viele Infos dann schon abgreifen. So, das lasse ich jetzt mal so. Haben wir auch. Ja, nicht ja? Schlecht, ne? Seiten können wir nochmal. Muss man nicht, kann man aber nochmal. Jetzt haben wir. Ja, jetzt ist aber auch Schluss. Ja? Wieder weg dann. Wieder Häuschen hin. Die Anleitung noch? Das ist das gleiche in weiß. Genau. Vom Bauen her war es easy mit der Bauanleitung, oder? Ja, ich hatte schon länger her, dass ich mit den Ministeinen gebaut habe. Ja. Und da hatte ich erstmal so ein bisschen gedacht, oh, Ministeine, weißt du, tue ich mich schwer. Nee, aber eigentlich, ich weiß nicht, wie du es fandest, du baust genau wie mit großen Steinen. Das macht nicht viel Unterschied. Ich hatte mir Grinsen im Gesicht. Jedes Element, was ich das erste Mal in der Hand hatte, sei es hier so ein Pflanzenteil, ja, was ich vorher noch nicht hatte, denkst, oh, wie geil das in klein aussieht. Ne? Und das hast du halt ständig. Also jedes Teil, was du das erste Mal siehst, hat bei mir ein Grinsen ausgelöst. Sei es der Hase, der löst immer noch Grinsen aus bei mir. Sieht man den noch? Nee, ne? Komm, ich verstecke den hier hinter, dann taucht der nachher. Nee, geil. Ja, ist wirklich wahr. Katzchen, weil die Steine, die du normale Größe kennst, und wenn du dann da hast, denkst du, ach, guck mal, wie putzig das da aussieht. Und selbst die Antenne, ne? Oder selbst das und immer hier wieder das Gleiche. Die Blätter, oder die Äste da. Komm, zeig das Grosor, ist auch richtig geil. Das findest du nicht heute, oder? Doch, hier liegt's. Hat er. Mega geil. Und jedes Mal, wenn du so ein Element findest, denkst du, ah, das kenne ich doch nur in groß. Selbst das. Das macht schon Freude. Komm, wir zeigen die Teile jetzt alle einzeln, die wir noch übrig haben. Das wäre einmal eins Roundtrick in Trans Light Blue. Eine Scheibe. Oh. Fensterscheibe. So, ja, komm, also machen wir weiter, sehr putzig. Lachen sich unsere Zuschauer noch kaputt? Nee, aber das ist. Und dann hinterher, wie ich fertig war und einen Tag später habe dann das nächste Set angefangen zu bauen in normalen Steinen, denke ich, boah, grob. Helf mir mal tragen, schwupp. Aber es ist keine erhöhte Schwierigkeit, sowas zu bauen, im Gegensatz zu normalen Steinen. Mein Eindruck. Bei Diamond sieht es dann wiederum anders aus. Da ist das was ganz anderes. Keine Frage. Da musst du ja drauf stehen und richtig. Lass ich auch die Finger erstmal weg. Ich auch. Ich baue das ohne. So, ansonsten die Bauanleitung ist sehr, sehr nett. Also. Wie machen Sie das Teile ausgrauen oder rot markieren? Was haben Sie? Grau. Ausgrauen, ja. Ja, ja. Auch wieder Bauabschnitte. Bauabschnitte, ich glaube vier, ich meine drei der vier hatte ich. Drei der vier. Zwischen drei und vier Bauabschnitte. Ungefähr dreieinhalb. Minifiguren habe ich auch dabei gesehen. Richtig. Die sind mit dabei und die können was Besonderes. Die können nämlich Treppen hochlaufen. Kann das sein? Ja, weil du baust die ja aus, die baust die Beine aus zwei Teilen. Du hast ja hast Oberschenkel, du hast Unterschenkel und hast Kniegelenke. Und zack wird daraus ein Mensch. Du kannst es ja auch auseinandernehmen da. Du hast hier diese. Okay, jetzt müssen wir zum Arzt wieder zusammenbauen.
Also du musst die schon einzeln bauen. Also das ist nicht so, dass die da drin sind, sondern das sind halt, allein das ist unten rum. Siehst du das so badisch? Ich habe extra beige auf beige gelegt, damit du das gut unterscheiden kannst. Damit man das besser sieht. Ja. Ein bisschen heller wäre noch super. So sehen die Menschen aus. Wem hast du jetzt aber Beine gemacht? Ha? Und davon sind, der steckt gerade im Sumpf. Der schwimmt. Ja. Davon sind ein paar dabei. Würfel, guck mal. Wie viel? Sagen wir vier. Vier. Zwischen vier und... Weil ich sehe, wo habe ich denn hingestellt? Katze und Hase sind auch noch mit dabei. Drei da vorne. Die stehen auf der Terrasse und einer ist noch drin. So, wollen wir mal schauen, oder? Ja. Komm, lass uns mal schauen. Also, es ist ein Tiny House. Weil es besonders süß ist. Ja, Tiny House ist ja im Moment so ein bisschen... niedlich? Ja, das ist so ein bisschen im Gespräch. Weißt du, diese... Wenn man sich mal dafür ein bisschen interessiert, du liest viel, dass das so im Kommen ist. Kleine Häuser mit... Dass du einfach weniger deine Häuser vollstellst mit... So Sheng Fui-mäßig. Mit Klemmbaustein oder was? Klemmbausteinsatz. Einfach, ja, genügsamer mit dem, was du wirklich zum Leben brauchst und das Ganze dann in kleine Häuschen gepackt. Das muss jetzt nicht so eine Form sein, aber Tiny House ist im Moment... Der Trend. Ein Thema, finde ich. Wie tiny ist dein Haus daheim? Ich habe kein Haus. Ich auch nicht. Lebe in der Garage. Alles voll mit Klemmbaustein. Alles ich wohne in der Garage. In meinem Auto. Das wird aber auch ein schönes Haus. Und ein schönes Haus. Was hast du denn da für ein schönes Haus? Ein Tiny House. Ein Tiny. Das ist so ein Ferienhaus, ne? Den Baum, den baut ihr zuletzt. Fangen wir hinten an. Ja, weil ich wollte jetzt einmal rund gehen. Ja, machen wir einen Rundgang. Weißt du, den Baum, der steht jetzt hier ganz gut. Ja. Aber es gibt haltbare Bäume. Also. Oh, der tanzt sogar mit. Ja. Ist halt eine Nuppe. Ja. Weißt du, ja. Wenn du das hier so abhebst, der sitzt halt hier auf eine Nuppe. Und das ist klar, mit einer Nuppe, egal welches Format der Steine. Da geht's schon weiter. Ja gut, du musst den halt draufdrücken und dann drückst du wieder an andere Enden hier, das wird er ab. Der Baum hat Stärke 3 bis 4 fliegt euch das Ding durch den Garten. Der Baum hat die ganze Zeit gehalten, bis ich jetzt euch zeigen wollte, dass... Das stimmt, wir haben den hier vor schon eine Runde geworfen, ist nichts passiert. Ich baue den nachher wieder dran. Sonst fällt er mir noch dreimal ab. So. Er gibt auf und legt es daneben, ich kenne es schon. Aber hübsche Blumen haben wir da im Garten. Kleines Kätzchen, kleine Laterne, eine Bank. Blätter rumliegen, die Bank ist süß. Die Katze ist bedruckt, oder? Sticker hattest du gar nichts mit dabei, nehme ich mal an. Ich hatte keine Sticker dabei. Da fliegen schon die Teile. Ei, wieso, du hast keine Sticker dabei, hast du doch in der Hand. Ach, jetzt wo du es sagst. Da waren Sticker dabei. Die Sticker sind mit dabei, man muss sie aber nicht draufkleben, geht auch mit ohne. Ich wollte gerade sagen, hätte doch keiner gemerkt, dass Sticker dabei sind, oder? Die oder dass Sticker fehlen könnte. Hier sieht man es hier so an der Seite, da ist ein bisschen Holz mit dabei. Braucht ihr nicht, vergesst sie einfach. Das Kätzchen braucht keine Sticker. Jetzt hat er sie mir wieder weggepflückt. So, ein kleines Gelände, kleines Treppchen hier. Auch diese Laternen, du kennst die Laternen nur in dieser Größe, weißt du? Und... Dann in klein, bringt einen zum Grinsen, oder? Wenn man das erste Mal baut. Hier vorne ist ein geselliges Beisammensein. Das heißt, du hast hier einen Tisch, da ist ein schöner Obstteller drauf. Jetzt macht das Haus. Da wird musiziert. Hast du die Gitarre gesehen, die Kleine? Nur in der Bauanleitung, weil ich es von vorne bisher noch nicht gesehen habe. Die Frau trägt sogar einen Rock. Obstteller ist mit dabei. Ja, komm, ich zeig's. Das heißt, da baust du diese Figur auch wie hier. Beide aber zusammen. Dieses Rockteil, das machst du noch dazwischen. Das ist, kein Stoff, sondern das ist auch festes Teil. Also genauso wie aus demselben Material wie auch alles andere. Nett, oder? Warte. Ja. Das wird jetzt ein Geduldsspiel. Ja, ich schaff das. Ich mach mich in der Zeit hier über den Obstteller her. Weg. Hat er schon geschafft? Eieiei, ich wollte nur mal probieren. Hier drüben haben wir noch ein Häschen. Hier oben eine Terrasse. Da steht der Kollege hier mit dem Pinsel. Der hat sich eingesaut, der ist gefleckt. Da kommt ein Sticker drauf, das gibt dann hier das Bild, was er gerade malt. Der wenn ihr das machen wollt. Ne? Der ist noch blanke Leinwand. So. Und hinten die Rückwand. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ist halt altes Fachwerk, das heißt, da fehlt auch mal der ein oder andere Stein ist schon abgebröckelt. Kleinen Schornstein. Das soll aber auch so sein, oder? Das soll so sein, Herr Kollege. Da habe ich nichts vergessen. Würde ich niemals unterstellen, um Gottes Willen. Ich wollte nur sicher. So, hier, kleinen Eingang. Jetzt zeige ich her, was geht denn da jetzt ab? Du hast hier so einen Eingang, da geht dann auch ein Treppchen hoch. In den Innenbereich. Kannst du das auch? Ja. Du kannst das hier aber auch. Pass auf den Hasen auf vorne. Ach, guck. Du kannst das hier auch komplett abnehmen. Das ist hier nur. Einmal Vierer.
mit diesen Gelenk. Diese Dinge da, ja. Ich darf da mal einen Blick reinmachen. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich sehe ein Light Aqua Teller. Ich sehe. Da kann man schon mal reingucken. Das ist die Küche. Hat nicht recht, das ist die Küche. Wir machen das mal hier, weil das Haus ist ja. Ne? Das wäre jetzt aber mit dem Baum im Vorgarten nicht gegangen. Das hat so ein bisschen was, also kannst du das wegmachen, ich mach's so mal ab, dann sehen wir noch mehr. Das hat so ein bisschen was von diesen. Oh, das sieht stark Mini-Puppenhäuser mit allem drum und dran, gell? Ein kleines Schlafzimmer, Bett, Nachttisch. Da ist ein Katzenbaum mit drin. Ich werde schwach. Da ist ein Katzenbaum mit drin. Bei mir muss die Mietz nicht nur draußen, die darf auch rein. Die hat draußen ihren Baum, dann Katze und noch einen Katzenbaum. Ein Traum. Das hat sich alles gereimt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so lauter fette Reime. Ja, nicht schlecht. Hier oben so ein kleiner Dachboden nachgestellt mit so... Vögelchen? Oder was ist das? Nö, ach, ein kleines Geschenk liegt da oben noch. Klar, wer hat nicht noch Geschenke auf dem Dachboden liegen? Vielleicht vom Vormieter? Sehr, sehr putzig finde ich das. Ja, okay, von drin macht das Ganze schon einiges her. So, beim Bauen. Ja. Du baust die erste Etage hier und dann baust du die zweite Etage und setzt die drauf und dann machst du diese zwei Dachdinge. Das hier ist auch so. Ja, aber... Aber wenn du das hier dran gebaut hast, dann geht das nicht mehr. Logisch. Aber du kriegst halt den Winkel hin und kriegst es befestigt, damit das halt mit der Neigung, die du hast... halt befestigt bekommst, ansonsten wäre ja aber Hose. Du musst es ja auch nicht aufmachen, weil du hast ja hier den Zugang zum Spielen oder reingucken und genauso hast du das auch hier. Aber abgefahrenes Haus. Ich habe jetzt nicht mit so einer Inneneinrichtung gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist echt einiges zu sehen. Backofen sehe ich da, Mixer oder Wasserspender wird es sein. Wohnzimmer ist eingerichtet, Grammophon, Fotoapparat ist mit dabei. Ein Kamin hast du da drin auch. Das weißt du doch eigentlich nur, wenn du es gebaut hast. Oder halt sehr klein bist und da reingucken kannst. Ja gut, dafür kannst du es ja wirklich abbauen. Aber da muss der Bade... Oh, da ist was ab. Ist was. Ach, das ist ein, nein, das ist nicht ab. Das ist ein Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl steht da drin. Der steht nur drin. Der ist nicht, der gehört nicht befestigt laut Bauanleitung. Dann sieht er aus wie ein Rollstuhl, ja? Nein, das sind die Lehnen. Das ist ein... Ich weiß nicht, wie rum. Jetzt ein Liegestuhl. So vielleicht. Dann ein Sofa. Sofa? Ja, Sofa. Ja. So gut. Ja, jede Menge Teile übrig. Dicker Bogen, den man nicht braucht. Modular, man kann mit spielen. Tolles Grammophon hier vorne. Hast du gesehen, Grammophon? Ja, hier vorne rechts. Ne? Goldene. Das ist ein Riesenapparat. Mir hat Spaß gemacht. Also, das Tiny House von Lotz, die 1037 mit 1917 Teile. 4 Minifiguren zum Preis für 64,95. Die Abmessungen sind 31 cm breit, 14 cm tief und 16 cm in der Höhe. Für mich war es ein entspanntes Bauen und ich würde sowas auch wieder tun, muss ich sagen. Ich habe bisher auch viel Spaß gehabt mit den Minisets. Ne? Sowohl beim Caprio als auch beim Märchenhaus ließen sich beide schön bauen. Ich habe gerade noch was entdeckt. Du hast was entdeckt, dann Haus raus. Was hast du entdeckt? Ein Frosch habe ich noch entdeckt, der hat sich da versteckt. Das stimmt. Lass mich überlegen, wo ich ihn hingebaut habe. Weißt du wo? Ich habe einen Frosch gehabt, ich weiß es, aber ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingestellt habe. Einen Kater hatte, das weiß ich. Aber diesmal auch einen Frosch. Hase, Frosch. Und Katze. Wo ist der Frosch? Wer hat's gefunden? Schreibt's in die Kommentare, ihr seid schneller als der Micha. Da unten wäre er gewesen. Ja, das ist wirklich, das ist nichts, das ist nichts, dieser Frosch. Das ist ein mini, mini, mini Frosch. Also, beinahe hätte ich gesagt, keine satt von, aber ist auch blöd. Und weg ist er. Da hüpft der Frosch schon durch die Gegend. Bevor der Micha das Set hier auseinander nimmt, würde ich mal sagen, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ich mach doch hier nichts kaputt, ich baue doch ganz.